Servus zusammen, Christian hier. Wir haben Mittwoch, den 14. April, es ist 17.40 Uhr. Der DAX ist fertig und hat geschlossen. Ich muss das Mikro näher ranholen. Mit 15.209 aktuell rechnen wir bei 15.198. Vor euch liegt der Tageschart. Eine Kerze, ein Tag. Es ist der Mittwochs-DAX, das heißt ein bisschen die aggressivere Variante. Ich habe diese horizontale Linie hochgenommen von dem Bereich von etwas über 14.000 hoch auf die, ich sage es euch ganz genau, 14.412. Und zwar wegen dieser drei Kerzen. Einmal, zweimal, dreimal. Und hier war auch das Touchieren der 20-Tage-Linie. Also nochmal, das ist der Tageschart. Also wie sieht es hier aus? Ich mache jetzt mal das Fadenkreuz hier raus. Wir sind aus diesen beiden Kanälen raus. Ich mache die nochmal rein hier. Einmal mit der oberen Begrenzung hier bei 15.000 ganz grob 70 und der hier bei 14.919, wo jetzt auch die 20-Tage-Linie ist. Das Ding sieht nicht schick aus. Wir haben hier so einen Deckel, den haben wir gemacht, wir haben hier einen Hoch, wir hatten heute, waren wir bei 15.300, sind wir nochmal dran gegangen. Aber wenn ich mir das hier anschaue, ich mache es ein bisschen größer, weil ich sehe ja, dass viele Leute das über das Handy machen, Respekt an euch, ich könnte das nicht mehr sehen. Wir bekommen hier, per Morgen, da können wir machen, was wir wollen, ein Verkaufssignal über die traditionelle Sichtweise, wir sind über die neumodische, über die moderne, sind wir schon negativ und da muss schon einiges morgen passieren, also nach oben, dass wir hier kein Verkaufssignal bekommen über den Oszillator. Der ist jetzt bei 83,9. Ich mag den Markt momentan nicht. Ich rechne damit, dass wir diesen Punkt hier, jetzt muss ich wieder das Fadenkreuz reinholen, dass wir da nochmal draufsetzen. Das ist nicht viel. Ja, das ist jetzt erstmal dieser erste Trend bei 15.031 und dann haben wir die 20-Tage-Linie bei 14.000, heute bei 14.919. Gehe ich mal von aus, die sollte morgen sein, so bei 14.932 ungefähr. Das sehen wir nochmal. Das größere Ziel, was ich habe, ist das Gap hier. Und dann sind das ist das vom 25.03. Und da war der Schlusskurs bei 14.598. Also 14.600. Das ist das, was ich mir denke für die nächsten zwei Wochen. Aber gucken wir jetzt mal, was wir hier im 4-Stunden-Chart haben. Und lassen mal den Tageschart außen vor. So, 4-Stunden-Chart. Was sehe ich hier? Außer, dass wir eine ausgeprägte Seitwärtsphase haben, und zwar ist die hier seit dem 1.4. und geht komplett hier rüber. Ich zeige es gleich nochmal deutlicher im Stundenchart. Ist hier eigentlich nicht zu sehen. Wir gelten negativ über den Oszillator. Wir sind negativ schon seit längerem über den Trendfolger. Auch hier muss ich davon ausgehen, dass wir wenigstens diesen einen Trendkanal hier sehen. Heute und jetzt kaufe ich keinen DAX. Man darf auch heute nicht vergessen, SAP allein, also jetzt auf Schlusskursbasis gerechnet, sind es 15 Punkte im DAX, aber das waren in der Spitze hoch bis 40 Punkte. SAP sind seit Wochen eigentlich, die liegen da wie Laternenpfahl ganz unten, die riechen ganz viel, auf einmal kommen sie jetzt halt mal hoch. So als mehr oder weniger letzter Wert, den es endlich mal nach oben drückt. Ich hoffe nicht, dass das wirklich auch der letzte Wert ist. Und jetzt gucken wir mal hier auf den Tageschart im Sinne von 60 Minuten. Hier ist der Bereich, diese Seitwärtsphase, 15.150 bis 15.300. Das sind 150 Punkte, das ist 1%. C'est rien du tout, das ist gar nichts. Ja, vor allem für den ganzen Zeitraum hier. Weil diese Seitwärtsphase, die fängt ja an seit dem 1.4. Das ist schon eigentlich ziemlich erbärmlich. Und ich finde das für einen Wert, der im All-Time-High ist, ein bisschen langweilig. Er hatte heute die Chance, über die 15.300 zu gehen. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich sehe keine neuen Käufer, ich sehe kein frisches Geld. Ich glaube einfach, die Endanleger sind jetzt zufrieden damit, was wir hier geleistet haben und warten jetzt erstmal ab. Ich möchte jetzt hier nicht der Ausrufer des ewigen Shorts sein, aber ich glaube zumindest, dass heute hier und jetzt, am Mittwoch, muss ich nicht unbedingt neu kaufen. Die Stunde, auch hier wird es immer ein bisschen positiv. Hier kann ich nichts draus ablesen aus dem MACD und vom Bollinger Band her ist es relativ neutral. Was habe ich mir rausgesucht? Für den Fall, dass wir
die 15.300 überbieten, habe ich dieser hier, 14.899,77. Der hat die Kennnummer GH40VW. Den hatte ich schon mal genannt. GH40VW. 14.899. Da sind wir, ich zeige es mal im Stundenchart, 899, da sind wir ungefähr hier. 14.899. Da sind wir ungefähr hier. Den nehme ich aber nur dann rein. Der hat momentan einen 50er Hebel. Wenn wir auf Stundenbasis ein neues Hoch machen, ein deutliches Hoch über das Hoch von heute, über der 15.302, also wenigstens mal 25 Punkte, 15.327 Punkte auf Stundenbasis mit einer Stundenkerze. Wenn wir das nicht schaffen, ist erledigt. Also dann brauche ich das nicht, dann muss ich den nicht haben. Gucken wir beim Put. Put. Den setze ich jetzt auch mutigerweise im Mittwochchat ein bisschen tiefer an. Hier ist das Hoch 15.329. Das ist mir dann doch ein bisschen zu heiß. Aber eine 15.500, damit kann ich leben. Perfekt, hier 15.504. Das ist ein rund 50er Hebel von Goldman, die Kennnummer GH3UKS. 15.504,67. Ja, der hat richtig Drehzahl, wenn das hier weiter runter geht. Und hier, wie gesagt, ist die Unterstützung 15.144. Tja, ich hätte gern ein bisschen mehr Bewegung, dann macht das auch mehr Spaß. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.